Heute sind wir beim V im kleinen Gesundheitslexikon und heute wird es um die sogenannte Virchow-Trias gehen. Der eine oder andere kennt bestimmt den Namen Virchow, wenn er den Film oder die Reihe Die Charité gesehen hat. Virchow war nämlich einer der bekanntesten Ärzte, mit der bekanntesten Ärzte an der Charité und er ist der Mitbegründer der heutigen, ja, so wie wir sie kennen, der heutigen Pathologie. Jetzt ist nach ihm eine sogenannte Trias benannt und die werde ich Ihnen heute mal erklären. Die Trias, also drei Sachen, hat Virchow beschrieben. Und zwar hat er hierbei die Ursachen oder die ursächlichen Faktoren für eine Thrombose bzw. eine Phlebothrombose genannt. Aus was bestehen diese drei Faktoren? Zum einen eine sogenannte Schädigung des Endothels. Was ist das jetzt? Die Gefäße haben eine Innenwand und die nennt man Endothel. So. Und durch Entzündungen, Atherosklerose, Infektionen kann diese Innenwand Schäden nehmen. Das ist dann eine Endothelschädigung. Aber wenn man jetzt auch beispielsweise sich überlegt, bei den Krampfadern, also bei diesen Ausleierungen, kommt es dann auch durch diese Risse, durch diese Ausleierung auch zu Schäden. Das ist das eine. Dann haben wir als nächstes die sogenannten Veränderungen der Strömungsgeschwindigkeit. Ja? So, wie kann so etwas passieren? Denken Sie dran, wenn Sie längere Zeit im Krankenhaus liegen müssen, gibt man Ihnen eine Heparinspritze, also ein Medikament, damit Sie keine Thrombosen bekommen. Warum? Wenn wir uns nicht bewegen, dann haben wir eine andere, weil der Blutdruck auch niedriger ist, aber auch die Muskelpumpe beispielsweise in den Beinen nicht betätigt wird, dann haben wir eine andere Fließgeschwindigkeit. Ja, also eine Veränderung der Strömungsgeschwindigkeit. Nächster Punkt, der natürlich auch gerade im Urlaub eine ganz große Rolle spielt, ist, wenn ich sehr lange im Flugzeug sitze. Dann sind beispielsweise die Kniekehlen abgedrückt. Das heißt, der arterielle, aber auch venöse Fluss ist ein kleines bisschen in den Unterschenkeln verändert. Und dann kann, wenn ich eine Endothel, eine Gefäßschädigung schon habe und gleichzeitig aber auch diese Strömungsgeschwindigkeit sich verändert, das heißt, es läuft anders, langsamer, können Sie sich vorstellen, dass wir dann schon zwei Faktoren haben, dass ich dann so einen Thrombus bilden kann. Was ist jetzt der dritte Punkt? Und zwar ist das dann die Blutviskosität. Das heißt, die Fließeigenschaft oder die Dünnheit bzw. Dickheit des Blutes. Ein sehr dünnes Blut, wo viel getrunken wird, wo ich wenig hohe beispielsweise Ablagerungen drin habe, wenig Fett, also wirklich ein gut fließendes Blut, macht uns natürlich weniger Probleme, als wenn es dann wie so altes Öl eingedickt ist, wenn ich beispielsweise wenig getrunken habe. Wenn also einmal eine Veränderung der Strömungsgeschwindigkeit vorhanden ist, gleichzeitig aber auch die Viskosität oder die Blutzusammensetzung verändert ist und somit die Viskosität und wir zusätzlich auch dann noch Schäden an den Gefäßen haben, dann kann es durchaus zu einer Thrombose bzw. einer Phlebothrombose kommen. Was ist jetzt der Unterschied zwischen der Thrombose und der Phlebothrombose? Die Phlebothrombose ist die sogenannte tiefe Beinvenenthrombose, die also im tiefen, im venösen System dann stattfindet. Und eine Thrombose beispielsweise kann sich auch im arteriellen Bereich bei Beschädigungen am Herzen bzw. in den Herzgefäßen, also auch arteriell, verstellen. Was ist aber denn jetzt auch eine Embolie? Sehr einfach, der Thrombus, wenn er sich löst von seinem Entstehungsort und im Gefäßsystem losknallt, dann nennt man ihn Embolus. Und wenn er dummerweise dann in die Lunge kommt, dorthin über das Gefäßsystem, dann ist es die Lungenembolie. Vereinfacht gesagt für Sie, der Embolus ist der losgelöste Thrombus, der sich woanders festgesetzt hat. So, jetzt kennen Sie die Virchow-Trias. Sie können mit einer ganz wichtigen Maßnahme wenigstens ein Faktor oder sogar zwei Faktoren herunterfahren, Risikofaktoren. Zum einen viel, viel trinken und viel bewegen. Und wenn Sie viel zu Hause sitzen oder im Büro, dann doch immer einfach mal dran denken, dass man durch Wippen, Bewegung der Füße, immer so hoch, runter, die Wadenmuskulatur immer wieder so ein bisschen anregt und durch die Pressung der Wadenmuskulatur wird trotzdem, wenn die Beine abgeknickt sind, einfach das Blut wieder schön zum Körper hochgedrückt. Deswegen Bewegung, nie stehen bleiben, viel, viel trinken und da haben Sie wenigstens schon mal zwei von drei Risikofaktoren heruntergefahren. In diesem Sinne, schönen Nachmittag, Ihre Praxis Müller-Camus.